Herzlich willkommen beim Stadtmagazin. Szenen einer Ehe. Kennen Sie das aus der Nachbarschaft? Er trinkt eigentlich nur noch, sie schreit rum, zu Hause ist es blöd. Wir sind fast genauso in der Politik, in Bad Bramstedt, zwischen Politik und Bürgermeisterin Gilbert Siegmann-Jucken. Herzlich willkommen. Hallo, Herr Rosen. Sie sind Teil der einen Fraktion. Es ist schwierig. Szenen einer Ehe in Bad Bramstedt im Moment, es ist schwierig. Es ist schwierig zu verstehen für den Außenstehenden, aber es gibt keine Hochzeit. Wir sind weder untereinander als Jamaika verheiratet noch mit Frau Jeske verheiratet. Es ist eine Eskalation, zu der haben natürlich alle beigetragen. Und ich hoffe, dass die gestrige Sitzung das Ganze wieder in etwas ruhigere Bahnen lenken wird. Dann müssen Sie uns aufklären, was war in der gestrigen Sitzung? Ich kann gerne mal mit der Vorgeschichte anfangen, warum es überhaupt jetzt zu dieser Eskalation oder nach außen nicht nachzuvollziehenden Streitereien kommt, die natürlich teilweise wie Kindergarten anmuten. Die erste Sache war, dass seit 2019 war klar, dass Frau Jeske eine Büroleitung möchte und auch immer nach unserer Auffassung braucht, die sie unterstützt und auch hilft bei der Umorganisation, die ja schon angegangen wurde, nötig ist. Wir haben uns darauf verständigt. Das kam auch von ihr, es soll ein Jurist sein, Verwaltungsjurist oder jemand mit Erfahrung aus der Verwaltung. Das ist nie geändert worden. Dann gab es eine erste Ausschreibung, da wurde ein ITler ausgewählt, der aber abgesagt hat. Da gab es die ersten Worte, dass das nicht so ist, wie wir das vereinbart haben, auch von einem Vertreter der SPD ganz deutlich. Dann ist einige Zeit nichts gewesen, dann haben wir am 27.04. diesen Monats eine Fraktionsvorsitzendenrunde gehabt. Da wurden wir gefragt, ob wir uns vorstellen können, dass das Anforderungsprofil auch auf Betriebswirtschaft oder Volkswirtschaft erweitert werden soll, dass wir das mit in die Fraktion nehmen und dann zurückmelden. Haben wir gemacht. Am 29.04. haben wir das per Mail zurückgemeldet, dass wir möchten, dass es so bleibt, weil wir da den geringsten oder den größten Vorteil für die Arbeit in der Verwaltung sehen, weil es ist die zweiteuerste Stelle in der Verwaltung, die es geben wird. Dann kam nichts. Das wurde so zur Kenntnis genommen. Dann haben wir die Ausschreibung gesehen. Gesucht wird ein Pressereferent / Büroleitung, was gar nichts mehr mit dem Ursprünglichen zu tun hatte. Ich habe Frau Jeske angeschrieben, wieso wir denn gefragt worden sind. Wir hätten doch am Donnerstag, zwei Tage später zurückgemeldet. Dann kam die Antwort, ja, aber Mittwoch haben wir die Annonce schon rausgegeben und ja, damit war das gelaufen. Dann wurde am 11.05. in der Finanzausschusssitzung gesagt, dass die Anzeige ein Versehen gewesen sei. Da sei wohl was durcheinander gekommen mit Pressereferent, das hätte da gar nicht reingesollt. Dann wurde die nochmal geändert und da war der Pressereferent weg. Dann hieß es nur noch Verwaltungsmanager, Verwaltungsreferent, Büroleitung, aber immer noch mit dem Punkt, strategische Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Das sehen wir als nicht die Aufgabe eines solchen büroleitenden Beamten. Ja, es hat sich dann aufgeschaukelt. Frau Jeske hat sich leider zurückgezogen auf Paragraphen, dass es ihre Entscheidung ist, wie sie die Stelle ausschreibt. Ist völlig richtig, Gestaltung der Anzeige ist ihre Sache, ob einem die gefällt oder nicht. Das hat uns nicht zu interessieren. Und auch, wie sie die Stelle besetzen will. Unser Fehler war einfach, dass wir damals im Stellenplan nicht präzisiert haben, wie diese Büroleitung aussehen soll. Wir sind immer davon ausgegangen, dass wir darauf vertrauen können, dass es so weitergeht. Das ist nicht so, dass wir dann letztendlich zum Schluss gekommen sind, erstmal die Stelle zu streichen. Das war der Antrag für gestern Abend. Zwischenzeitlich hat sich Frau Jeske einen Schritt auf uns zubewegt. Das haben wir sehr honorierend zur Kenntnis genommen, mit Hochachtung. Ich glaube auch, dass es ihr schwer gefallen. Daraufhin haben wir dann einen Änderungsantrag gestellt gestern Abend, der ja den ersten Antrag erledigt, dass wir noch einmal in einer nächsten Sitzung nicht öffentlich darüber sprechen, wie die Stelle aussehen soll. Sie möchte uns bitte zusammenstellen, ihre Argumente, warum es so sein soll, wie sie möchte. Und daraufhin haben wir uns gestern verständigt und gleichzeitig die Verwaltung als Hauptausschuss angewiesen, die bisherige Stellenausschreibung zu stoppen. Jetzt müsste man eigentlich sagen, als beteiligter Nachbar zwischen dem, was man gerade erlebt, unterhaltet euch doch einfach mal.
Das hätten wir gerne, aber es kam ja der Rückzug auf Paragraphen. Wir haben ja deutlich gemacht, was wir wollen. Aber das war ja auch im Interview, ist ja ganz klar gesagt worden, Paragraph 55 ist mein Recht. Und wo soll man da noch diskutieren? Erst auf unseren Antrag, die Stelle dann ganz zu streichen, kam dann die Reaktion, die wir gutheißen. Das Ganze sagt, ne, ja, schaukelt sich ja auf. Also wir hatten vor dieser Büroleiter-Geschichte hatten wir den Vorwurf, der im Raum stand, der Vetternwirtschaft mit der Besetzung der Stelle des Wirtschaftsförderers, die frei besetzt wurde. Wie hat sich das entwickelt? Wann war der Punkt, wo es quasi entglitt? Weil, na, also jetzt ist fast ein Trend zu sehen. Sie sagen ja, Jamaika gibt es nicht, aber die Politik ist angefasst. Ja, deswegen, weil es darum geht, dass wir auf Augenhöhe kommunizieren wollen. Es geht nicht darum, dass wir mitgenommen werden. Mitgenommen heißt, oben sagt einer, du darfst mitfahren. Und egal was ist, das ist es nicht. Wir wollen auf Augenhöhe kommunizieren. Dieser Vorwurf mit der Vetternwirtschaft, der ist übrigens nie gesagt worden, dass es sich um Vetternwirtschaft handelt, sondern wir wollten in einem Ausschuss klären lassen, wie es zu dieser Besetzung kam. Da ist die Vorgeschichte, wir haben aus der Segeberger, gab es einen Artikel, am 12.05. findet eine Veranstaltung statt, in dem Herr Ramke seine Ideen für ein Gewerbegebiet vorstellt. Für uns hieß das ein Termin, zu dem wir keine Einladung hatten. Die Einladung ist 3 Minuten gekommen, also der Zugangscode 3 Minuten vor der Veranstaltung. Dann ein Herr Ramke, ganz wertfrei, wir kannten ihn nicht, wir wissen nicht oder wussten nicht, wer er ist. Und kennen auch keine Pläne, die ausgearbeitet worden sind, weil es gab nur eine Beschlussgrundlage. Das ist der von allen Parteien damals erarbeitete Kriterienkatalog. Und das war dann wieder so eine Sache, wir sollen was vorgesetzt kriegen, was wir nicht entschieden haben. Das ist wieder der zweite Schritt vor dem ersten. Frau Jeske hat ja viele gute Ideen, das war völlig unbestritten. Aber man muss mit den Ideen zu uns kommen, dann besprechen wir das in den Ausschüssen und dann gehen wir weiter. Weil das Bürgermeisteramt ist kein politisches Amt, sondern die Bürgermeisterin ist die Chefin der Verwaltung und hat das auszuführen, was Politik beschließt. Hört sich hart an, ist aber so. Ansonsten muss man ein politisches Mandat anstreben, wenn man mehr gestalten will. Aber wir sind natürlich immer offen für Ideen. Aber es gab ja vorher auch immer solche ja, Probleme, ob es jetzt an der Schulhof JFS war, wo offen gesagt wurde, dass man dagegen vorgehen will, oder das Kulturhaus unabgesprochen schon mit Standort Schäferberg verkündet wurde. Das sind alles so Sachen, wo Politik und dann die Bürgermeisterin nicht auf Augenhöhe miteinander sprechen. Und das ist das, was uns einfach stört. Ich mache mal einen Rückschritt. Immer wenn wir hier Kandidaten vorstellen fürs Bürgermeisteramt, versuche ich eine Gleichung zu bringen. Wir kennen das aus Benjamin Blümchen. Der Bürgermeister ist der mit dem großen Hut und der sagt alles. Im richtigen Leben ist es aber so, die Politik setzt sich zusammen, beschließt was und der Bürgermeister hat genau das auszuführen. Genau. Ist das korrekt? Das ist korrekt. Natürlich muss auch die Verwaltung frei entscheiden können, wie sie ihre Verwaltung organisiert. Das ist ihre Sache, das weiß sie besser und hat sie auch gut gemacht bisher. Wenn man den Bauhof sieht, das ist eine Entscheidung gewesen, die wir auch begrüßt haben. Also ich kann jetzt immer nur für uns Grüne sprechen. Aber die Grundzüge der Politik und die Beschlüsse, die sind nur umzusetzen und auch nicht zu kommentieren. Zumindest nicht in der Art, wenn man vermeintlich falsch abgestimmt hat, dass man dann anschließend zu hören kriegt, wie können Sie denn so abstimmen? Das passt einfach nicht. Und es muss anders sein. Ziele werden uns vorgestellt, wir sprechen darüber, beschließen die oder lehnen sie ab, aber nicht, man geht in die Öffentlichkeit mit einem Ziel, so gut das ist. Meistens ist das Ziel dann schon verbrannt. Und das ist das Problem, was wir im Moment haben. Und vielleicht haben wir es zu lange laufen lassen. Bei RTL ist das so, wenn die sich streiten, werden die zusammen auf die stille Treppe gesetzt. Wie geht es denn jetzt weiter in der Politik? Also es ist, man muss ja sagen, die Situation ist schwierig. Also es wird nicht so richtig viel miteinander geredet. Eigentlich so, wie Sie sagen, viele Sachen sind verbrannt, bevor sie eigentlich gut werden können. Wie geht es denn jetzt weiter? Was denken Sie, wo es hin muss? Also unser Termin ist jetzt am 4.6., wo wir uns zusammensetzen, um nochmal über die büroleitende Stelle zu beantworten. Aber das Problem geht eigentlich tiefer. Da hatten wir schon vor
gutem Jahr uns schon mal zusammengesetzt, als es eine ähnliche Situation gab und vereinbart, dass wir eine Art Teambuilding-Maßnahme machen. Das ist dann wegen Corona flach gefallen. Das war klar und wir haben natürlich, sind dann nicht mit nach außen gegangen. Und dann hat jetzt Frau Jeske vorgeschlagen, wir machen eine Mediation. Da war auch wieder unser Empfinden, wenn eine Mediation, muss die im nicht öffentlichen Raum passieren und man kann nicht gleichzeitig eine Mail an uns schicken. Wir machen eine Mediation, Rückmeldung bitte bis dann und dann. Und die gleiche Mail geht an die Presse. Dann ist der Sinn einer Mediation schon fast wieder verfehlt. Wir sind offen. Wir haben uns mit allen Stadtverordneten zu dieser Mediation zurückgemeldet, dass wir teilnehmen wollen. Weil wir müssen ja noch mindestens 3,5 Jahre auskommen und zusammenarbeiten. Und in dieser Methode werden beide. Irgendeiner wird dann das Handtuch schmeißen, das ist ganz klar. Und das wollen wir nicht, weil das bringt uns nichts, das bringt Frau Jeske nichts, das bringt den Bürger nichts, das bringt der Stadt nichts. Das ist einfach nur nerviger Kinderkram, der aber irgendwann mal mit, wohl nur mit professioneller Hilfe gelöst werden kann. Um da klarzustellen, wie die Verhältnisse sind überhaupt, wer Ziele formulieren darf und wie man damit umgeht. Und das hoffen wir, dass das klappen wird. Szenen einer Ehe, wir bleiben dran. Als Nachbar der Zuschauer und ich wünsche viel Erfolg, weil am Ende geht es darum, dass die Dinge in der Stadt umgesetzt werden. Aber wir bleiben dran und ich wünsche viel Erfolg bei der Mediation. Ja, das hoffe ich auch, dass es gut wird. Weitere Informationen und Termine aus der Region finden Sie auf dem Online-Portal Ihres Stadtmagazins.